Darf man eigentlich während der Krankheit in den Urlaub fahren? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe ganz häufig die Frage, also mindestens dreimal wöchentlich von Mandanten, die erkrankt sind, ob sie während der Erkrankung in den Urlaub fahren dürfen. Und da sage ich immer Folgendes: Es kommt drauf an, es kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, aber auf jeden Fall ist das total gefährlich, weil sie, wenn sie erkrankt sind und in den Urlaub fahren, zum einen sozial im Arbeitsverhältnis Chef, Mitarbeiter, die vielleicht gerade ihre Arbeit machen, ja, weil sie die gegen sich aufbringen, wenn die jetzt sehen, wie sie auf Facebook ihre Pool-Videos da oder Fotos hochladen, ja, das finden die nicht witzig, egal ob das zulässig ist oder nicht, und weil sie zum anderen den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zumindest erschüttern können, weil sie ja zeigen, dass sie immerhin so gesund sind, dass sie in den Urlaub fahren. Und jetzt gibt es Erkrankungen, wo man ganz klar sagen muss, also wer einen Beinbruch hatte, der und deswegen noch arbeitsunfähig ist und in Skiurlaub fährt, der verstößt gegen alles, was denkbar ist, der riskiert auf jeden Fall eine Kündigung. Es gibt aber Erkrankungen, wo die Ärzte sagen, gehen Sie raus, fahren Sie in den Urlaub, fahren Sie vor allen Dingen in die Sonne, fahren Sie in den Süden, das würde Ihnen so gut tun. Ja? Sie sind wegen einer Depression krankgeschrieben und fahren in den Süden. Das ist gefährlich. Das muss man ganz klar sagen. Weil wenn Sie wiederkommen und haben eine Kündigung da, dann können Sie ja zu mir kommen, dann können wir dagegen knagen, holen wir noch eine Abfindung raus, aber Ihr Arbeitsverhältnis ist weg. Und vielleicht ist das für Sie ja besonders wichtig, das Arbeitsverhältnis, gerade weil Sie psychisch krank sind. Ja? Arbeit darf man nicht unterschätzen, wie wichtig die ist. Und jetzt ist immer die Frage, was macht man? Also ich kann nur sagen, wenn Sie mich fragen, werde ich nahezu immer davon abraten, das zu tun. Erster Punkt. Ich werde abraten. Wenn Sie mich aber jetzt einfach nur fragen, Brederick, ich will keinen persönlichen Rat, ich will wissen, ob es rechtlich zulässig ist, dann gibt es Erkrankungen, psychische Erkrankungen, wo es zulässig ist, wo es der Arzt auch empfiehlt. Dann muss man, wenn man dieses Risiko dann eingeht und sagt, Arbeitgeber ist mir egal, es geht mir um meine Gesundheit, dann muss man bitte noch, wenn man ins Ausland fährt, das auf jeden Fall mit der Krankenkasse abklären. Ich würde es sowieso lieber mit der Krankenkasse immer abklären, ja, auch im Inland, aber im Ausland wegen Versicherungsschutz und so weiter, bitte vorher klären. Sollte man es mit dem Arbeitgeber klären, sollte man mit offenen Karten spielen, dazu kann ich nichts sagen. Ich persönlich, wenn ich als Arbeitgeber, ich sag mal so, beschissen werde, würde das sehr, sehr übel nehmen. Also für mich ist Loyalität, Vertrauen das Allerwichtigste in meinen menschlichen Beziehungen, ja, auch zu meinen Mitarbeitern. Also wer dagegen verstößt, hat bei mir wirklich keine Chance, weder im Privatleben noch im Arbeitsleben. Ich bin ein Loyalitätsfaschist, könnte man fast sagen. Ja, es ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften. Deswegen, bei mir hätten Sie damit wirklich für alle Zeit, werden Sie erledigt. Ja. Wie ist Ihr Arbeitgeber? Ja? Was würde ich machen, wenn ein Mitarbeiter zu mir käme und mir das erklären würde? Ich würde sagen, ja, selbstverständlich, ich habe doch selber ein Interesse daran, dass es dir wieder gut geht. Menschen sind unterschiedlich. Ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass Ihr Arbeitgeber das genauso sieht wie ich. Ja? Und wenn Sie sicher ausschließen können, dass da keiner was von erfährt, dann mag es auch mal sein, dass die verdeckte Variante die bessere ist. Aber ich raten werde ich dazu nicht. Fragen, Kommentare, Widerspruch, gerne in die Kommentare unten rein. Ich freue mich über positive Bewertungen, über positives Feedback. Ich nehme Kritik sehr ernst, wie Sie ja wissen. Und sage bis zum nächsten Mal. Wir werden uns nochmal in einem Video damit beschäftigen, ob man eigentlich während des Urlaubs seinen Hobbys nachgehen darf und welche Hobbys man während des Urlaubs erledigen darf. Wenn Sie das Kanal abonnieren, dann können Sie da noch was lernen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.